Hallo, lange nicht mehr gesehen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch kurz mal mein neues Abenteuer-Fahrrad vorstellen. Deswegen, falls du Bock hast zu erfahren, was das für ein Bike ist, dann schalte jetzt auf jeden Fall nicht ab. Und bevor das Video jetzt anfängt, eine kleine Empfehlung von mir. Bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Das Video ist aus 2 Tagen zusammengeschnitten. Warum? Bleib dran, lass dich überraschen. Und da ist das gute Stück. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft und das ist jetzt schon eine Woche her. Ein paar Runden bin ich schon gefahren, ein paar Kilometer, also schon geschrubbt. Noch nichts Wildes heute. Ja, bei dem schönen Wetter, vorher war es die ganze Zeit regnerisch und duster und ich war auch die ganze Zeit arbeiten. Hatte ich nicht wirklich viel Zeit gehabt, irgendwie eine coole Tour zu machen. Heute habe ich halt im Rucksack ein paar Sachen eingepackt und dachte mir, direkt um 9 Uhr nach dem Kaffee erstmal rauf aufs Bike und dann irgendwo hinfahren. Und wir haben auch tatsächlich ein Ziel. Wenn du dran bleibst, wirst du auch erfahren, ob wir das Ziel erreicht haben. Einmal nur ganz kurz zum Ziel, damit ihr auch Lust habt auf das Video, wenn euch das Fahrrad an sich nicht wirklich interessiert. Wer mich natürlich auch zuschaut und auch ja, meine Videos mal mitverfolgt, weiß, dass ich auch gerne Lost Place Besuche mache. Und tatsächlich war ich schon lange nicht mehr auf dem Lost Place. Also habe ich mein Ziel erstmal angepeilt. Wir erkunden jetzt diesen Lost Place. Was ist das für ein Lost Place? Das sollte ein alter Bunker sein. Tatsächlich über sondern hier Satellitensuche habe ich jetzt nur Wald gefunden. Also da ist tatsächlich jetzt nur noch Wald. Ich habe jetzt keine irgendwie Ruin oder sowas auf der Karte entdecken können. Deswegen fahren wir einfach mal hin, genießen Abenteuer, genießen das Wetter, wir genießen eine erste, etwas größere Tour mit dem Bike und in der Hoffnung, wir finden das. Sei also dabei. So Freunde, ich hocke mich mal einfach mal hin, ziehe meinen Rucksack raus, es ist doch ganz schön warm, sind knapp ja, 12 Grad gerade, werden 17 Grad heute erreichen. Ich sitze mitten auf einer Straße, links und rechts sind Feldern von einem Bauer. Da sehe ich auch Rehe. Da hinten sind noch mehr Rehe. Und da ist irgendein komischer Vogel. Von Weitem kann ich jetzt nicht so wirklich erkennen, was das für eine Art ist. Also, wir kommen einfach mal kurz zu meinem Bike. Ihr wisst ja, ich habe auch so einige Bikepacking-Touren gemacht. Nichts Großes, nichts Wildes. Immer so nur mit einer Nacht irgendwo raus. Einfach nur genießen. Ja? Also, jetzt kein Profi im Radsport oder so. Dennoch fahre ich aber mein Leben lang schon Fahrrad und bin schon sämtliche Fahrräder gefahren, ob das ein Downhill war, ob das ein Fully gewesen ist, also ein voll gefährdetes Mountainbike. Jetzt momentan habe ich einen Hardtrail auf jeden Fall noch zu Hause zu stehen, damit bin ich ja die letzten Jahre auf Tour gewesen. Und jetzt habe ich mir einfach mal ein Gravelbike geholt. Natürlich nichts auch Weltbewegendes, nichts Teures, habe ich mich hier für den Triban entschieden. Das ist ein GRVL 120 aus Decathlon. Und bis jetzt bin ich super zufrieden. Ich habe viel darüber recherchiert. Es ist auf jeden Fall ein ordentliches Einsteigerfahrrad. Genau was für uns. Und ja, um Abenteuer zu erleben, braucht man ja auch nicht super viel Geld rein zu investieren. Kommen wir nun mal einmal zum Bike an sich. Bitte nicht die Taschen beachten. Dazu gerne etwas später mehr. Wir sprechen jetzt von dem rohen Bike, so wie ich ihn gekauft habe. Das heißt, ohne die Taschen, ohne das Licht, ohne das hier für Kamera, Anschlüsse, Equipment und so. Hier läuft gerade einer auf dem Feld mit einem Metalldetektor und sucht nach dem Schatz. Okay, also Triban GRVL 120. Das ist ein Decathlon-Bike. Es ist ein Einsteiger-Gravel-Bike. Der wiegt insgesamt, ist jetzt eine L-Form, weil ich bin 1,83. Das ist eine L-Größe, wiegt 11 bis 11,5 Kilogramm aktuell. Was haben wir hier? Das ist eine Carbon-Gabel mit einem Aluminiumschaft. Ansonsten haben wir einen Aluminiumrahmen. Stinknormale Reifen. Wenn ich falsch liege, dann bitte korrigiert mich. Aber ich glaube, die kompletten Reifen sind von rein Decathlon-Produkt. Dann haben wir die Bremse und die Gangschaltung von Microshift. Gar kein Plan, was das für Marke, wie gut die ist. Also, ja, ich habe jetzt nur Gutes darüber gelesen. Wir haben mechanische Bremse, eine stinknormale Kurbel von auch von Decathlon direkt. Ansonsten
Ergo-Sitz, keine Ahnung, ist eigentlich bequem. Ich finde die Sitze so oder so bequem von Decathlon. Das hier sind, wie nennt sich das hier, Tubeless Ready Reifen. Das ist auch Tubeless momentan. Ich vertraue dem Zeug nicht so. Ich kenne das nicht. Es ist so altmodisch. Es ist so neu modern, meine ich. Und ich bin so eher altmodisch. Das heißt, bei dem ersten Platten, den ich hier habe, fliegt das weg, das ganze System. Und da kommt der gute alte Schlauch rein. Ansonsten gibt es nicht mehr viel darüber zu erzählen. Und Beine abgesessen. Ich würde sagen, wir radeln weiter zum Ziel und schauen, ob wir das erreichen. Bis gleich. Hört ihr das? Wie viele Vögel hier singen, zwitschern? Echt heftig. Guckt euch mal die Strecke hier an. Auf so einer Strecke und dann da hinten noch schlimmere Strecke. Sie hat ja bestimmt im Video gesehen. Einfach eine 25 km/h Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h. Ist unnormal. Also mit dem Mountainbike habe ich das jetzt nicht geschafft, obwohl das ja eigentlich perfekte Strecke für ein Mountainbike gewesen ist. Aber genau das habe ich vermisst. Diese Freiheit, frische Luft und diese Geräusche. Also wir befinden uns jetzt schon in dem Wald, wo der Bunker eigentlich sein sollte. Wir müssen aber jetzt noch ein bisschen fahren. Hier ist so ein Graben. Sah so aus, als würden da zum Beispiel die Fahrzeuge sich tarnen. Also die fahren dann ein Stück runter, wird ein Tarnnetz rübergeworfen und dann sind sie getarnt. Und dann sehen wir auch schon hier, der Zaun beginnt. Also wir müssen noch ein Stück fahren, ungefähr noch ja 300 Meter oder so. Und dann sollte irgendwo auf der rechten oder linken Seite, ich weiß noch nicht, der Bunker gewesen sein. Zumindest ist das als Bunker markiert gewesen, auf der ganz alten Karte. Wir haben Frühlingsanfang und ich bin jetzt... Hopp, ich bin jetzt nicht so extrem ausgerüstet für Wald. Das tödlichste Tier Deutschlands ist wieder unterwegs. Und zwar extrem schnell, rasant verbreitet sich das in Deutschland wieder aus. Die Zecke. Stacheln, scheiße. Bin schon, wie gesagt, an dem Wald nicht mehr so dran gewöhnt. Übrigens noch etwas zum Bike. Was vor allem mich dazu getrieben hat, das Fahrrad zu kaufen, ist die Farbe olivgrün. Man kann es ein bisschen im Wald tarnen. Ich schnalle jetzt wieder das Bike hier an. Denk mal, klaut keiner. Und wir marschieren los. Von was hat der Max am meisten Angst? Richtig. Von Schlangen und Spinnen. Ich darf mich auf jeden Fall nicht verlaufen. Also zumindest den Weg hier nicht aus den Augen verlieren. Sonst finde ich mein Bike nicht. Auf jeden Fall, egal wo man jetzt rauftritt, dann tritt man so irgendwo auf dem Ast. Das andere Ende vom Ast geht so hoch und ich denke mir, Alter, Schlange schon wieder. Boah, bin schon tausendmal erschrocken auf 3 Meter. Jo, also ich bin jetzt schon wieder zurück am Bike. Ich bin jetzt die Strecke abgelaufen, weiß nicht wie weit, vielleicht 150 Meter gelaufen. Da vorne endet auch dieser Weg, also ich zeig's euch mal. Falls ihr das jetzt seht hier, das ist ein Weg. Also seht ihr hier die eine Spur und die andere vom Reifen. Wir fahren mal noch ein Stück da rein, ungefähr so 50 Meter und gehen nochmal so. Also ich habe jetzt geplant, ich werde jetzt da nicht im Kreis rumlaufen die ganze Zeit, sonst verliere ich mein Fahrrad, eventuell klaut es noch jemand. Wir werden es jetzt so machen, dass ich jetzt 50 Meter nach da, dann laufe ich 150 Meter rein, dann fahre ich nochmal 50 Meter nach da, laufe 150 Meter rein. Und dann meine letzte Chance ist da, wo wir die Bauten vorhin gesehen haben, dass ich da auch nochmal 2-3 Mal reinlaufe. Eine Ewigkeit später, würde SpongeBob jetzt sagen. Ich befinde mich schon auf einer extrem guten Straße. Oh, ein Flugzeug fliegt oben lang. Wollt ihr jetzt schon aufgeben und wollt ihr auch schon einfach wieder weiter, nächstes Abenteuer, und war traurig, dachte mir, vielleicht wird es doch nichts mehr hier mit dem Bunker und ich habe einfach viel zu viel wieder mein Maul aufgerissen. Und dann, nachdem ich komplett den Wald jetzt durchquert habe, da gewendet habe und wollte wieder zurück zum ursprünglichen Punkt und eigentlich da, wo noch die alten Gebäude waren, da mal ranhalten,
schimmert mir während der Fahrt rechts etwas Militärverdächtiges. Das hier ist ein Gebäude mit so ganz ekligen hellen Grün und Schwarz und Braun lackiert. Und was ich hier noch so sehe, mal gucken, ob man das auf der Kamera, ja, das sieht man. Wo ist mein Zeigefinger? Sieht ihr jetzt hier zwischen diesen Bäumen das hier? Das ist doch so ein ganz alter Pfeiler von einem Zaun. Da gehen wir jetzt einfach mal komplett rein. Vielleicht haben wir doch noch Glück. Das sieht aber tatsächlich noch gut geschützt aus. Weil, ich meine, der Zaun ist an sich eigentlich noch ganz gut. Der ist auf jeden Fall nicht von den Pfeilern gestützt, sondern von anderen, die nachträglich verbaut wurden. Stacheldraht hier drum. Ich weiß nicht. Wir marschieren einfach mal kurz hier rein. Hier wurde auch ein anderer Baumzaun rumgewickelt. Schön. Alter. Das ist aber tief. Ah. Das ist aber tief. Aber ist verschlossen. Der Bunker ist verschlossen. Mich würde aber interessieren, wem das gehört. Vielleicht könnte man fragen, ob man da reingucken kann. Da hat auch jemand schon versucht, mehrmals aufzubrechen. Noch so ein Loch. Aber das Loch ist hier voll mit Wasser. Ich höre jetzt, genau jetzt, ausgerechnet immer, wenn ich auf dem Lost Place bin, höre ich dann immer irgendwelche Leute, Hunde bellen. Ich schieb schon wieder voll Paranoia. Aber eigentlich gibt es hier nicht mehr viel zu sehen. Ja, es ist alles geschlossen. Hier ist noch ein Gebäude. Aber das Gebäude, das sieht aus wie so eine Trafo. Dann hat man hier viele verschiedene Luken. Die sind aber auch alle geschlossen. Habe ich schon ausgecheckt. Fade. Aber guckt euch doch mal an. Es ist einfach Wald drumherum. Auf der Karte siehst du auch nur Wald. Nur mitten im Wald hier so ein Riesenbunker. Ansonsten, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Hallo, Freunde. Der nächste Tag ist angetroffen. Schön, wenn du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Ich hatte ja erwähnt, dass ich ein bisschen recherchieren werde über diesen Bunker. Bei meiner Recherche zu dem Bunker habe ich noch etwas gefunden. Ich bin auf einen Kommentar gestoßen, der vor 12 Jahren ins Netz gestellt wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das die Ausweichführungsstelle vom Wehrbezirkskommando Berlin. Die den Standort kannten, trafen wir Monate später in den zivil-blauen Anzug mit NVA-Werkzeugtasche umgehängt am Straßenrand. Als wir mit dem LKW dort in der Gegend vorbeifuhren, tja, da wussten wir Bescheid. Aber eben nur auf, sagen wir, mal einen Kilometer genau. Die ganz genaue Lage des Bunkers habe ich jetzt erst gesehen. Das habe ich auch. Und ja, somit bin ich auch heute wieder hier. Das erste Video war gestern und heute habe ich Verstärkung mitgebracht. Ich nehme an, der kleine Mann hier wird mich da fleißig unterstützen. Und zwar habe ich etwas Cooles rausgefunden. Lass dann einfach mal kurz um die Ecke laufen und dann zeige ich es euch. Gestern habe ich ja hier die ganzen Ecken alles abgeschaut. Wir waren ja auch bis hier vorne hin. Dann habe ich auch hier um die Ecke geguckt, habe dann das Gebäude hier gesehen, dachte mir, ja, ist halt nichts. Was ich aber komplett übersehen habe, ist, dass hier der Bunker offen ist. Das habe ich nicht irgendwie im Internet gefunden, sondern ich war mir einfach innerlich irgendwo sicher, dass es doch irgendwie einen Zugang hierfür gibt. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns das mal an, weil ich bin jetzt das zweite Mal hier, habe die Kamera sicherheitshalber mitgenommen, habe mich ein bisschen regenfester angezogen, weil es regnet heute den ganzen Tag schon. Und ich hatte wirklich gehofft, dass es doch irgendwie einen Eingang gibt. Und den gibt es. Den haben wir ja schon angeschaut mit meinem Sohn, deswegen, jetzt habe ich erst die Kamera rausgeholt. Dann, lass uns mal reingehen. Was? Ich komme mich gar nicht rein. Und dann bleibst du hier vorne stehen. Ich gehe auf jeden Fall rein. Und dann bleib hier stehen. Wenn du Angst hast, dann... Auf jeden Fall echt krass mit den Gittern hier. Sieht aus wie so ein Knast. Ist recht kalt hier unten. Boah. Papa, kann ich lieber mitkommen? Was? Kann ich lieber mitkommen? Willst du mitkommen? Bleib da oben. Ich guck mal schnell ganz kurz hier rein.
diese Türen einfach, schaut euch das mal an, wie dick die sind. Die lassen sich auch kaum bewegen. Oh, oh, Holzboden. Die Lüftung. Wow. Wie gut das noch erhalten ist. Hier sind noch alte Uniformen. Hier bitte? Ich habe ein paar Geräusche gehört. Welche Geräusche hast du gehört? Ja, von irgendwo kam da so ein Krach. So ein Geräusch hast du gehört? Okay. Okay, Freunde, also, gestern hatten wir vorgehabt, diesen Bunker zu finden. Wir haben den gefunden, leider aber keinen Eingang gefunden. Heute haben wir den Eingang gefunden. Ihr habt ja jetzt gesehen, der Bunker an sich ist riesig groß. Ich bin jetzt durchgelaufen. Da war noch auf jeden Fall richtig vieles zu sehen. Ich werde auch nochmal herkommen. Bloß diesmal ohne meinen Kleinen. Also ich bin jetzt schnell durchgerannt. Ihr könnt ja vielleicht verstehen, wenn ihr selber Kinder habt, das ist halt so ein komisches Gefühl, wenn man seinen eigenen Sohn dann oben stehen lässt. Oder Tochter, ist ja auch egal. Ne? Oder halt vielleicht mit der Frau herkommt, die Frau draußen stehen lässt. Okay, Frau ist ja... Wenn irgendwas passiert, kann sie sich ja wehren oder irgendwas, aber der Kleine ist halt etwas schwieriger. Auf jeden Fall ist ja auch egal jetzt. Ich komme wieder, ich habe da Bock auf jeden Fall noch ein paar Fotos zu machen. Ich will auf jeden Fall auch mal ein bisschen gucken, da lagen ja Sachen, habt ihr gesehen, auch die alte Uniform. Ich glaube, wir können da noch so einiges entdecken. Und, wie man gesehen hat, die Wände und alles, das ist noch alles unberührt. Vielleicht haben wir einen Bunker entdeckt, was noch kaum einer kennt. Okay, also, falls du auch das Video gesehen hast, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ansonsten noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video hochkommt. Möchtest du auch noch was sagen? Na los, sag. Ich weiß nicht mehr. Weiß ich nicht, okay, alles cool. Dann, Freunde, ciao.